Oh, es wurde ein bisschen was gebaut in der Zwischenzeit. Und zwar ein Fallgitter auf jeden Fall schon mal. Das wollte man als Optik nehmen. Ich finde es an sich ganz cool, weil es so die Wand hier etwas durchbricht. Mir gefällt der Abschluss an den Mauern hier nicht. So gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt hätte ich mehr Überlegungen. Entweder ich mache das hier halbe weg, weil das sieht besser aus. Oder vielleicht sollten wir das eins rüber versetzen, dass es mehr beisteht und nicht in dieser Mauer endet. Ich würde es mal an dem hier machen. Wo sind denn jetzt hingegangen? Oh je. So, warte mal. Hätte ich das in die Wand setzen müssen? Nee. Ich habe es falsch gemacht, gell? Also an sich müsste das schon so korrekt sein. Wird es einmal testen lassen, wenn das ein Stück wegsteht. Dann haben wir hier eine Statue, die finde ich ganz nice. Mit dem Kamin hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich den möchte. Dann hatten wir den Fackeltest. Wir haben hier verschiedene Fackeln aufgebaut, die ehrlich gesagt Silber, Gold, Eisen eigentlich gleich aussehen. Also ich finde, da können wir eigentlich nehmen, was wir wollen, wenn wir uns für die einigen. Und da haben wir noch die normale Holzvariante, die ich auch gut finde. Also da, ja, ist es, glaube ich, ziemlich egal. Drüben hat man noch die Variante mit den Kerzen. Die sind aber leider noch nicht alle fertig. Wäre nur die Frage, gefallen uns die Kerzen besser als die Fackeln? Finde ich jetzt wiederum ein bisschen schwierig, da die Entscheidung zu treffen. Gott, was? Wir können auch Schädel aufhängen. Okay, wollen wir mal kurz hier überlegen, was wir machen? Ich gucke mal, was ich auf Lager grundsätzlich hätte. Ein Bäre. Und eine Ziege. Mehr nicht. Ah, dich ausgestellt und vorrangig für. Hä? Warte mal. Da zählen die auf den Halterungen auch. Ja, dann müssen wir wohl jagen gehen, Freunde. Oder von unseren Tieren schlachten, aber weiß nicht, also die auszustellen finde ich jetzt nicht so schön. Ein Hirsch wäre von Vorteil. Wildschwein, die schlagen halt ganz schön zurück. Büchse, da, den können wir mal reinholen. Wenn wir den mal auf dringend machen. Das hat geklappt. Ich hoffe es. Weiß ich so recht. Aber auf jeden Fall den Bär. Den Bär hängen wir auf. Ja, gut, ich lasse mal auf alle drin. Wenn wir gerade eh nicht zu viele auf Lager haben. Okay, dann. Das passt soweit. Das mit dem. Also der hier passt hier auf jeden Fall gar nicht hin. Da hatte ich ja überlegt, ich schmeiße den mal irgendwo hin, einfach damit er da ist. Das mit den roten Teppichen hier finde ich richtig schön. Jeweils vorm Kamin. Die Variante zwischen den Tischen bin ich mir nicht ganz sicher.
vielleicht lasse ich das da mit Teppich einfach und mache nur für die Kamine was. Ja, hier passt leider nicht so ganz dazu zum Rest. Ja, sowieso nicht. Und warum ich hier oben einen hin habe, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber gut, ein bisschen was haben die leider gerade noch zu bauen. Deshalb kommen wir nicht so schnell voran. Schon gemacht. Gut. Bei den Schilden ist es eigentlich ziemlich egal, was wir hinhängen, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir von allem was da? Das sind die zum Verrotten. Turmschild, Nummernschild. Ich weiß gar nicht, ob die in den Halterungen verrotten. Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich keinen Plan. Ich glaube, das bestückt auch jemand. Zeitnah. Ah, hier wird es gebaut. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob es so besser ist. Bauersoße. Gut, dann macht weiter. Boah, dauert ewig. Geht doch. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, man kommt hier rein mit Säulen, ist das doch dann richtig nice, oder? Ich finde das total toll. Fällt mir gut. Da mit dem Kamin, den muss ich, glaube ich, eins höher machen. Der Abschluss ist nicht gut. Ah, unsere Folge ist fertig. Moment. Also ich finde es besser als die Variante. Doch, finde ich besser. Das hängt mir zu arg da drin. Ich kann das nur abreißen. Okay, ich kann es nicht versetzen. Gut, auch in Ordnung. Oh ja, ein Banner. Kurz, okay, macht schon jemand. Beim Abreißen sind die immer schnell dabei. Geht so einfach. Das Verschlossen-Symbol nervt ein bisschen dran, aber das ist okay. Komm, baust doch gleich. Ich weiß, du bist wahrscheinlich nicht auf Bauen irgendwie favorisiert, aber das ist doch einfach. So. Okay. Nein, Hundis, lass doch die Sachen da. Okay, ich mache jetzt was anderes. Echt zu langsam. Okay. Habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß. Wir brauchen noch eine weitere Statue, die wir normalerweise doch jetzt hier irgendwo haben. Wir keine? Aber echt nicht. Eins von zwei. Irgendwo müsste eine auf Lager sein eigentlich. Frag mich gerade nur, wo. Oh, die Wandbehänge haben wir ja auch noch. Die haben wir ja auch noch. Vielleicht da, wo die Leitern dann sind, dass ich sie hinmache. Ich würde jetzt mal kurz schon mal hier vielleicht. Und die anders runter. Wir holen die mal kurz mit dem Lagerplatz runter. Ich meine, es waren vier Stück. Es war diverses dabei. Nein, das sind die Fesseln.
hab's jetzt nirgends gesehen. Wandbehang, Gemälde. Sehr hoch. Die Hundis kommen da schön hoch, aber eigentlich müsste das passen und das ist nämlich auf niedrig. Ja, da kommen die natürlich nicht in die Banner ran. Die Frage, arbeite ich mit Leitern oder mit Boden? Mit Leitern. Mehr Ressourcen, aber an sich geht es schneller. Die wird schon hergebracht. Sehr, sehr gut. Ob ich auch die Dinge hinkriege, dass die hergebracht wird, aber ich habe keine Ahnung, wo die liegt. Ach halt, bei Diverses war das, gell? Oh Gott, das will. Ich habe Speichern auf täglich umgestellt, also nicht wundern, die Unterbrechung haben wir jetzt leider öfters. Musste ich aber tun, weil das Spiel inzwischen öfters abstürzt. Ich habe die Grafik jetzt schon ein bisschen runtergestellt, das habe ich glaube ich in irgendeiner Folge gemacht, aber trotzdem, zur Sicherheit lassen wir das mit der Speicherung. Gerade wenn viel gebaut wird, sonst muss ich noch mal so viel nachholen. Ich habe auch beim Kamin ja zwei Varianten gemacht. Ich hatte einmal die Variante hier mit beide Seiten mit Lehm. Wo ich mich gerade schwer tue. Gefällt mir irgendwie gerade nicht so gut. Mir gefällt die Variante besser. Auch wenn der nicht so raussticht, aber so rein von der Optik. Das könnte man zum Beispiel hier noch machen. Dann sticht es ein bisschen mehr raus, aber ich glaube, wir gehen auf die Variante. Da finde ich den Cut zu streng. Von dem Kalkstein auf den Lehm. Den finde ich zu heftig. Wir könnten jetzt noch probieren, dass wir nur oben drauf Kalkstein machen und unten Lehm lassen. Das würde ich jetzt hier noch einmal testen. Reißen wir nämlich erst die oberen ab und dann können wir gucken. So, dann müssen wir das aber manuell bauen, bevor die jetzt alles andere machen. Geht hier. Baut. Komm, baut das eine noch. Der Herbst ist da. Es wird. Die Leitung kann ich eigentlich erst wegmachen, wenn hier was bestückt ist, aber gerade tut sich hier leider noch nichts. Ich kann das manuell nicht anstoßen. Die Frage wäre, ob ich das hier gerade einschild. Nein. Wenn ich jetzt sage, hier geht auch nur ausrüsten, nicht zum Lager transportieren. Jetzt hatten wir hier die Variante und die sieht irgendwie blöd aus. Oder? Nee, wir gehen auf die. Oder? Oh Gott, doch, doch, doch. Gehen auf die andere Variante. Baut schon hier. Der muss natürlich mehrfach laufen, bis der alles hergetragen hat, weil da einfach viel Ressourcen reinkommen in so ein Fallgitter. Das ist schon nicht ohne. Was wir dann auch noch machen können bei den Fenstern, dass wir die umstellen auf Doppeldinger. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ups.
Da noch eins rein, noch eins rein. Ich habe mir die auch noch gar nicht wirklich angeguckt. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob mir die überhaupt gefallen. Das müssten wir jetzt bald mal machen, aber da müsste ich überlegen, wo. Jetzt war wieder was gebaut, das ist schön. Vielleicht machen wir die an die Posten hier. Weil ich denke, da würden die Fackeln rechts und links reichen, da wir hier ja den Kamin dann immer anhaben und der schön hell macht. Ja, naja. Weiß nicht so recht. Nicht so das Wahre. Beim Händler war ich übrigens schon nicht wundern. Ich müsste jetzt dann eigentlich gleich wieder abbauen. Welche Fackel nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme die größeren Fackeln. Größeren Fackeln nehmen mit Eisen. Ich glaube, ich finde es besser als die Kerzen. Ich finde, die Kerzen wirken zwar ein bisschen gemütlicher, aber für mich passen die besser so in die kirchlichen Räume. Ich würde gern hier, glaube ich, auf die Fackeln gehen. Für irgendwas muss man sich entscheiden, gell? Was will man machen? Halt, stopp, das wollte ich nicht. Mal kurz auf langsamer drehen, dann reagiert es nämlich besser auf meine Maus-Drückerei. So. Okay, Kamine finde ich doch, glaube ich, ganz schön so. Hier oben. Genau, da kommt das noch hin. Dann machen wir das mal noch weg. Dann kann ich nämlich von der Wand nochmal hier drauf zugreifen. Und einen weiteren Banner machen. Hier müssen wir auch hinkommen. Das geht weg. Okay. Ja, die Nebengebäude finde ich jetzt nicht ganz so hübsch. Vielleicht muss ich die dann noch mal irgendwie abändern. Aber die Halle an sich. Hängen noch nicht alle Banner, bin ich aber recht schön, muss ich sagen. Fällt mir gut. Kann ich hier noch sagen: Banner, 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 Banner. Warte, machen wir auch mal weg. Achso, jetzt warte mal mit dem ästhetischen Wert, aber ich glaube, der Raum wird eh so krass vom Wert her. Die geben doch. Das Eisen gibt am wenigsten, aber gleich viel wie Gold. Silber habe ich doch auch Unmengen auf Lager. Aber Silber war das doch, oder? Dann lass uns Wandfackeln aus Silber bauen. Entschuldigung, ihr müsst wieder abreißen, was ihr gerade gebaut habt. Es tut mir echt leid. Leid. I'm so sorry. Die waren noch nicht so weit. Das ist gut. Und dann gehen wir dann nur auf die Silber-Variante. Habe ich jetzt auf den richtigen Wert geguckt? Nein, habe ich nicht.
Gold-Variante ist nämlich geiler. Eisen hat genauso viel wie Silber. Nee, Silber hat zumindest ein bisschen mehr. Thema Gold. Dann gehen wir auf Gold. Wenn dann richtig. Wir machen euch das extra schön hier. Wahrscheinlich noch ein paar Goldbarren dann schmieden. Oh nein.